Weil, wie gesagt, Forellenbarsch ist nicht, ne? Nein, ich hab mir das Klick gemacht. Juxus wacht morgens auf, erstmal eine Panikattacke, ey. Und damit herzlich willkommen zu Stardew Valley. Und wir machen Stardew Valley Co-op. Das heißt, wir sind nicht nur eine Person, sondern zwei. Und dreimal dürft ihr raten, wer wieder mit dabei ist. 3, 2, 1. Ganz genau, AJ, wie er lebt und leibt, wie ihr schon im Einspieler gesehen habt, habe ich mich höchstwahrscheinlich wieder unfassbar dumm in diesem Spiel angestellt. Naja, ich kenne das Spiel natürlich auch noch nicht und ich nehme das Ganze auch auf und damit auch, ja, hallo an die Zuschauer von Dixis. Ja, wir haben, also hier ist natürlich auch die Character Creation, aber wir müssen auch ein bisschen die Farm können wir kreieren oder anpassen. Ja, einerseits, da recht, naja. Genau, einerseits, wir brauchen 2 Starting Cabins natürlich. Die Frage ist, wollen wir direkt nebeneinander wohnen oder wollen wir auseinander wohnen? Schon zusammen, würde ich sagen. Ich wäre eigentlich auch für zusammen. Also wir sind sowieso auf einer Farm. Es geht nur darum, ob die Häuser, also dein Haus ist jetzt zum Beispiel unten links in der Ecke und meins oben rechts, oder ob die wirklich nebeneinander sind. Aber ich bin eigentlich auch für zusammen. Ich auch für zusammen, ja. Profit Margin, Money Style Shared. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Wir haben einfach gemeinsames Geld. Ja. Profit Margin, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das ist. Lasse ich einfach mal auf normal. Ja, ja, klar, aber ich weiß nicht, in welchem Kontext das jetzt gerade im Spiel ist. Also, ob wir einfach weniger Geld bekommen. Wir lassen es einfach auf normal. Dann haben wir noch die Möglichkeit, verschiedene Farmstile zu machen. Es gibt halt die Standardfarm. Es gibt die Riverland Farm. Es gibt die Forest Farm. Hilltop Farm, Wilderness Farm, Four Corners Farm oder die Beach Farm. Four Corners ist ja das ja alle vorherigen zusammen. Nee, es ist im Endeffekt schon. Also ich glaube die oben hier. Es gibt Hilltop, es gibt Forest, es gibt Riverland und Standard. Ich glaube die 4. Die Wilderness Farm ist so ein bisschen, wo halt auch häufiger mal Gegner und sowas spawnen können. Genau, das ist ja, das ist mit einem Halloween DLC mal dazu gekommen. Ich bin ein großer Fan von Wäldern gewesen, also Real-Life technisch auch, und ich weiß nicht, also wenn du kein Problem damit hast, würde ich auf den Wald gehen. Hier steht, the woods limit your farming space, however, the bounty of the forest is nearly at your doorstep. Also du weißt überhaupt nichts über Stardew Valley, ne? Nein. Es gibt halt im Endeffekt verschiedene Möglichkeiten, Geld zu machen. Du hast halt einerseits das normale Farming, du hast Fischen, du hast, kannst was von Bäumen abzapfen und ein bisschen mit Holz und sonst was machen. Du kannst Steine sammeln, also dann praktisch so Edelstein oder sonst was kannst du farmen. Du kannst natürlich auch Mob-Loot farmen, das ist halt praktisch alles durch die verschiedenen Farmen repräsentiert. Die Beach-Farm weiß ich jetzt noch nicht, was für Good Foraging natürlich, also die Sachen, die du am Strand findest und auch am Fischen. Riverland ist halt, also es gibt auch einen Unterschied natürlich zwischen Flussfischen und Beach, also Strandfischen oder Meerfischen. Ich persönlich bin kein Fan von den Sachen, die man von Bäumen bekommt. Also am wertvollsten sind eigentlich meistens so Steine oder sonst was oder halt das, die Crops an sich. Aber die Frage ist halt auch, also ich habe eigentlich nie wirklich kilometerweit Farmland gebaut, sondern das hat sich sowieso immer ein bisschen meistens gestreckt. Von daher vom Aussehen können wir euch ruhig die Forest Farm nehmen. Ich weiß halt nur nicht, wie eingeschränkt dann der Platz zum Bauen ist. Also nur jetzt mal so als grobe Beschreibung. Genau, sonst einfach auch Standard benutzen. Also ich wäre schon. Mit Standard macht man nichts verkehrt, oder? Grundsätzlich nein. Ich habe bisher aber eigentlich immer Standard genommen. Ich wäre eigentlich auch mal für was anderes zu haben. Das sollte jetzt auch keine Einschränkung sein, als ich dir das erklärt habe, dass wir nicht Forest nehmen sollen, sondern einfach so, was die Vor- und Nachteile im Endeffekt sind, wollte ich dir kurz auflisten. Dann würde ich einfach sagen, komm, der nimmt mir Forest so gut ist. Ja, gut. Wir sind natürlich die Dönerhof-Farm, bei dir dann natürlich der Dönerhof-Hof. Ich hab's jetzt auf genau. Klasse, muss ja einfach in dem Spiel, muss es. Und, ja, ich weiß nicht, ob du gleich einen Charakter erstellen kannst. Ich erstelle mal eben noch so meinen Charakter zu Ende. Es gibt ja ultra viele Shirts, aber keins, was mir wirklich hundertprozentig zusagt. Gut, dann skippe ich das Intro mal nicht und dann sind wir, glaube ich, soweit fertig. Okay.
Ja, jetzt kommt das Intro. And for my very special grandson. Unser Opa, der auf dem Sterbebett liegt. I want you to have this sealed envelope. No, no, don't open it yet. Have patience. No, listen close. There will come a day when you feel crushed by the burden of modern life. And your bright spirit will fade before a growing emptiness. When that happens, my boy, you'll be ready for this gift. Now, let Grandpa rest. XX years later. Work, work. Join us, thrive. Menschen sind Computer. Arbeiten, arbeiten. Junge, sind die Monitore riesig. Da ist schon einer tot. Todarbeiten! Life's better with Jojo. Oder Joja? Ich glaube, Joja ist es. Der Envelope. Muss ich jetzt da draufklicken oder ist das noch Teil der Cutscene? Ne, ich muss da draufklicken. Dear Dixus, if you're reading this, you must be in dire need of a change. The same thing happened to me long ago. I lost sight of what mattered most in life. Real connections. With other people and nature. So I dropped everything and moved to the place I truly belong. I've enclosed the dead to that place. My pride and joy... Ach, my deed, the deed, nicht dead. Ich dachte schon, das passt irgendwie nicht. My pride and joy. Dönerhof Farm. It's located, oder der Dönerhof Hof natürlich. It's located in Stardew Valley, on the southern coast. It's the perfect place to start your new life. This was my most precious gift of all, and now it's yours. I know you'll honor the family name, my boy. Good luck. Love, Grandpa. P.S. If Lewis is still alive, say hi to the old guy for me, will ya? You are now hosting a multiplayer game. Guck mal, okay, ob du jetzt was findest. Dixis.ddns.net. Jetzt kommen gleich 50 Leute rein. Wenn du der Erste bist, ist es egal. Ich glaube, mehr als zwei können gerade nicht, weil ich nur zwei Cabins angegeben habe, aber keine Ahnung. Verbindung wird hergestellt. Da bin ich. Hello, you must be Dixus. I'm Robin, the local carpenter. Mayor Lewis sent me here to fetch you and show you the way to your new home. He's there right now, tidying things up for your arrival. The farm's right over here, if you'll follow me. This is Dönerhof Farm. Oder natürlich der Dönerhof-Hof. Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Darum kümmern wir uns gleich. What's the matter? Sure, it's a bit overgrown, but there's some good soil underneath that mess. With a little dedication, you'll have it cleaned up in no time. And here we are, your new home. Wir haben übrigens zwei Cabins. Ich dachte, die Anzahl 2 würde heißen, dass du und ich, aber anscheinend hieß die Anzahl 2, 2 zusätzlicher. Aber egal. Ah, the new farmer. Welcome, I'm Lewis, mayor of Pelican Town. You know, everyone's been asking about you. It's not every day that someone new moves in. It's quite a big deal. So you're moving into your grandfather's old cottage. It's a good house, very rustic.
Krustig? That's one way to put it. Krusty might be a little more apt, though. Rude! Don't listen to her, Dixus. She's just trying to make you dissatisfied so that you buy one of her house upgrades. Anyway, you must be tired from the long journey. You should get some rest. Tomorrow, you ought to explore the town a bit and introduce yourself. Townspeople would appreciate that. Oh, I almost forgot. If you have anything to sell, just place it in the box here. I'll come by during the night to collect it. Creepy? Well, good luck. Kommt in der Nacht. Guten Morgen! Hey, es ist noch weihnachtlich dekoriert hier. Jetzt reicht's. Yay, die ersten Samen. Gut, you received 15 Parsnip Seeds. Here's a little something to get you started. May I lose? Gut, dann, Aber ich hab zwei Spielstände. Erstens neue Bauer, zweitens neue Bauer. Sehr schwierige Wahl. Ich würde dir, glaube ich, neuen Bauer empfehlen. Ja, aber eins oder zwei? Kommt drauf an, welches Haus du haben willst, glaube ich. Willst du das Steinhaus, dann eins? Willst du das Holzhaus, dann zwei? Würde ich vermuten. Holz? Also zwei. Ich räume hier schon mal auf. Ich pflanze hier einfach schon mal ein bisschen an. Unarmed Farmhand has joined. Ach, unnamed, ich dachte schon. So, what unnamed. The fuck? Unnamed. Ja, unarmed. Damit erstmal herzlich willkommen. Also, jetzt bin ich wieder hier. Mag gerne Kekse. Nee, Döner. Weil wir spielen hier auf den Dönerhof hoch. Denn dieser Begriff, den habt ihr schon bestimmt im ein oder anderen Video hier auf meinem Channel oder von Dixus gesehen. Der Ursprung kommt tatsächlich hier aus diesem Spiel, Stardew Valley. Damals wusste er nämlich nicht, dass am Ende Hof steht, da hat er Dönerhof geschrieben. Und, aber das Hofwort noch mit dran gepackt, also es ist der Dönerhofhof. Kurz gesagt. Es ist wunderschön. So, Charakterstelle. Wir sind weiblich. Ich hätte es aber auch nicht anders haben wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass du weiblich bist, sondern den Dönerhofhof, natürlich. Ich möchte den AJ immer gerne weiblich haben. Finde ich auch sehr schade, dass das nicht ist. Stell dir nur die Möglichkeiten vor. Okay, jetzt wird's unfassbar interessant. 15 Pakistan-Saat. Du hast 15 Samen für Patinaken. So, erhalten hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis. Die Pastinaken. Ja, die kannst du dann auch direkt einpflanzen und begießen. Ich brauch genug Holz, um erstmal eine Truhe machen zu können. So, ich habe erstmal alle Sachen hier reingepackt hier oben. Oh, hey, wir können ja noch die Mixed Seeds anpflanzen. Ja, im Endeffekt können wir jetzt erstmal in die Stadt gehen, so viel Zeit, wie wir noch haben. Das ist Abigail. Huh? Oh, that's right. I heard someone new was moving on to that old farm. Hallo. Oh, Alex ist hier. Oh, hey, du bist ja der neue Typ, hä? Huh? Cool. Hey, I'm Sam. Du? Good to meet you. Ich glaube, wir sollten das... Ich weiß nicht, ob wir das alles vorlesen sollten, weil ich glaube, da stoßen wir uns gegenseitig ein bisschen ins Knie. Ja, ja. Pam. Hey, Kind, ich heiße Pam. Okay. Sagte er und liest einfach weiter vor. Genauso muss das sein. Und bei Stardew Valley ist das ja auch so, man kann ja auch, sag ich mal, eine Liebschaft haben. Es gibt hier sehr viele Singles in dem Spiel. Ich nehme hier. Man kann sich mit allen anfreunden, oder mit sehr vielen zumindest. Ne, Pierre ist, glaube ich, leider kein Single. Was? Ja, ich nehme den Gegenstand. Ein danke Herzchen. Hey, danke für den Stein. Kein das Problem. Das bedeutet mir sehr viel. Also wir brauchen eigentlich nur die Fläche freiräumen, wo kein Gras ist. Weil der Rest ist, ja, ist eh nicht befahrenbar. Ja. Und da können wir uns, wenn überhaupt, später überlegen, ob wir da was machen wollen. Ansonsten können wir halt sowas machen wie hier die Bäume fällen oder sonst was. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnig. Damit ist der erste Tag in Stardew Valley vorüber.
Und hier machen wir dann auch erstmal Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Oh, hier. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Willi. Auf geht's. Auf geht's. Achso, wir müssen erstmal unsere Pflänzchen gießen. Ich glaube, erstmal mehr als die Hotbar, die wir haben, ist auch gar nicht möglich, oder? Nee, da müssen wir Sachen für kaufen. Okay. Genau, ich laufe jetzt auch mit Samen über meinen Kopf durch die Gegend. So, du hast ein Baguette? Baguette. Ich bin okay. Franzose. Okay, wo ist... Oh, Moscherie. So, Piada. Portemonnaie, Paris, Baguette. Oh, Katze, darf ich vorlesen? Oder willst du lesen? Ich will lesen. Dann liest du mal. Hoi, Bürschchen. Hab gehört, es gäbe da einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. War ein ziemlich großer Fang, hab eine Menge guter Fische verkauft. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Tada! Oh. Da-da-da-da! Du erhältst Bambusstange. Einfach nur so eine Bambusstange. Ist nicht mal irgendwas dran. Hier im Tal gibt's gutes Wasser, alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Da steht halt wirklich Vater. Vater. Jetzt raucht er erstmal ein und redet bestimmt. Ja, Vater. So, ich skipp die Cutscene. Ihr ist despawned. Bugget. Bugget. Ja, guck mal hier. Boop. Boop. Da. Ich habe ein verlorenes Buch gefunden. Nee, wenn wir so Würmer in der Erde sehen, müssen wir die immer hochbuddeln. Rausbuddeln. Okay. Das gibt nämlich auch. Also die können nicht nur am Strand sein, die können auch so hier auf dem Weg sein. Penny. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, der hat das bestimmt gesagt. So allein vom Aussehen her, hast du denn schon irgendeinen Favoriten? Rothaarig macht, naja, ist egal. Hä, du suchst Gleichgesinnte, kann ich verstehen. Richtig. Ich such weitere Gingers. I'll pay 100 gold to any fisherman who catches one largemouth bass. Wo kannst okay, nehme ich das einfach sehen? Mal an. Ah, jetzt hier. Holz auch weg, Stein weg. Was? Nein! Was? Nicht wegschmeißen. Ich hab's in die Truhe geschmissen. Nein! Ach so. In die Truhe, ich dachte schon. In die Verkaufstruhe da. Ach so, nein, das brauchen wir. Nein, okay, Gott verdammt, ich krieg das. Das sind alles Sachen, die wir zum Bauen brauchen. Okay, Stein kommt da rein, Faser kommt da rein, Lauch tue ich da rein. Und die Muschel auch. Aber es ist nicht so schlimm, wir nehmen jetzt unsere Angel und setzen uns ans Meer und genießen etwas. Also wenn du die Quest machen willst, ich meine, es wäre ein Flussfisch. Ein Forellenbarsch, sagt er bei mir. Ist das different? Ich. Forellenbarsch, ja. Ja, die Quest ist, meine ich, ein Flussfisch. Ja, Forellenbarsch steht bei mir. Ja, ich meine, das wäre ein Flussfisch. Aber deine Vermutung ist ja falsch. Warum? Weil, wie gesagt, Forellenbarsch ist nicht. Ne? Der Forellenbarsch wäre, meine ich, ein Flussfisch. Ach so, den man im Fluss fängt. Ach so. Ach so, Ding ist das. Ich denk so, deine Vermutung ist falsch. Ich denk, was willst du mit Vermutung? So, dann. So. Egal. Ich stehe jetzt am Meer. Mit Maustaste, okay. Ich habe das Spiel nie mit Maus und Tastatur gespielt. Ich dachte schon. Also mit Maus und Tastatur ist das so unfassbar edel. Ich weiß es nicht. Karpfen. Und was habe ich dann noch bekommen? Geoden. Na gut, Steine und
Harz muss ich jetzt leider wegschmeißen. Das ist doof mit so wenig Platz. Und ein Schatz. Ich habe meine Steine und meinen Dings rückgeangelt. Nice. Oh mein Gott, du hast die Bäume gefällt, aber nicht die Stümpfe weggehauen. Was ist das denn? Das geht? Ja, natürlich. Sonst bleiben die da stehen. Morgen früh wird es den ganzen Tag regnen. Das ist doch schön. Ich glaube tatsächlich, mittwochs regnet es immer. Ja. Oder es war nur der dritte Frühling, an dem es immer regnet. Ich weiß es nicht. Ich bin im Fishing, habe ich aufgelevelt. Und wir kriegen ein bisschen Geld. 340. 49. Das heißt, wir brauchen unsere Pflanzen nicht gießen. Oh nein, eine Krähe hat was von unserem Dings gegessen. Halt, stopp. So, ich packe jetzt erstmal die Gießkanne auch hier rein. Die Hoe brauche ich ja auch nicht. Die Scythe eigentlich auch nicht. Wobei, mir fällt auch gerade mal ein, wir sollten eigentlich einen Teil von jedem aufbewahren, weil wir die Sachen gegebenenfalls für die Dingsterbumster brauchen, für die Quests. Genau. Ja, also nicht nur nicht die Quests, die wir bekommen, sondern da gehen wir gleich mal hin. Ich weiß noch nicht, ob das auf... warte mal, ich wollte zu Pierre rein. Wir sollten auch... Ich kaufe mal einen Samen von jedem. Mittwoch ist Ruhetag. Oh. Erstmal mit dem Müll durchsuchen. Essen! Müll immer nur durchsuchen, wenn keiner in der Nähe ist. Sonst gibt das nicht direkt Ärger, aber das finden die Leute nicht so toll. Warte mal, wer hat hier denn wann Geburtstag? Nicht Wanting Poster da. Okay, der Bürgermeister. Man sollte den Leuten auch immer Geschenke geben an ihren Geburtstagen. Das finden sie super. Kann ich dir ein Geschenk geben? Einfach mich anklicken. Ah, jetzt. Dankeschön. So, wen muss man denn hier noch ansprechen? Doch, da unten, die Fragezeichen haben. Nee, Dix ist ledig. Noch. Ja, wir können auch uns gegenseitig heiraten. Das würde auch gehen. Würde gehen, ja. Krass, lol. Würde. Oh, wo ist der denn jetzt gerade? Nein, ich hab Missklick gemacht. Was hast du getan? Hast du... Ich hab Spaghetti gekauft. Ich wollte recht... Nein! Ich hab Spaghetti gekauft. Das ist so... AJ steht im Supermarkt, geht so zur Kasse und kauft was. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich hab Missklick gemacht. Ich hab wirklich Missklick gemacht. Na toll, unser ganzes Geld. Wo ist Elliot? Ist gerade richtig viel los. Ja, in die Kneipe. Also ich suche Elliot. Elliot ist nicht da. Harway. Das ist Abigail. Shane. Ja, Shame. Und das sollte eher ich sein. Hallo, Willi. Oh, hier ist ein Arcade. Oha, die, Alter. Hallo? Weg da, meine. Wie deine? Abigail. Abigail. Hallo? Weg da, meine. Ja, gib mir den Fisch. Ich frag mich echt, wo Elliot gerade rumrennt. So, jetzt nochmal ein Menü. Steht doch sonst eigentlich mal hier an der Brücke, wenn der irgendwie was macht. Aber der ist jetzt gerade nicht da. Naja gut, räumen wir mal noch ein bisschen die Farben auf mit der restlichen Energie, würde ich sagen. Ich hab nur noch ein Viertel. Ja, dann isst doch deine Spaghetti. Direkt mit dem Teller. Darum hast du nicht diese Crunch gehört? Das ist dein Baguette. Könnte natürlich auch sein, dass die Spaghetti noch nicht richtig gekocht waren. Darum hat es auch nur 250 gekostet. Das war so teuer. Die waren al dente. Sehr al dente. Sehr al dente. Die haben nur mal kurz das Wasser berührt. So, wir haben jetzt hier kochendes Wasser. Wir packen jetzt die Nudeln rein und holen sie jetzt wieder raus. Die waren einfach sehr rare, wie ein gutes Steak. Ich nehme meine Nudeln auch immer in Englisch. Ich hätte sie gerne noch blutig. R20. Was willst du hier? Kein R. Level up. Ich kann einfach bei dir im Bett schlafen. Juxus wacht morgens auf. Erstmal eine Panikattacke, ey. Das Unkraut gewachsen. Das ist korrekt. Du hast meine Gießkanne genommen. Das ist auch korrekt. Wir müssen heute hoch zur Mine. Ja, ist tatsächlich schon Minentag. Immer noch nicht. Ich dachte, das wäre am vierten Tag hier frei.
Na gut, dann vielleicht am 5. Ja, hau einfach mit drauf. Ich helfe Ihnen, Sekunde. Ich kaufe mal ein paar Samen, also eine von jeder Sorte. Da ist Elliot. So, damit habe ich auch diese Quest abgeschlossen. Alle Leute kennenzulernen. Ja. So, ich pflanze schon mal die anderen Sachen ein. Jahreszeiten haben hier übrigens 28 Tage jeweils. Also 4 Monate im Jahr. Ja, quasi. Im Endeffekt schon, ja. Eigentlich bräuchten wir auch eine Vogelscheuche. Ich weiß nicht, ob wir die schon machen können. Ich suche gerade mal was zum Foraging. Ist auch ganz gut, um am Anfang Geld zu machen. Buddy. Hallo, junge Frau, wer bist du? Kennen wir uns schon? Penny. Keine Ahnung, ich habe was für dich. Ich glaube, sie war nicht begeistert davon. AJ verscherzt sich mal wieder mit der Damenwelt. Fast so wie in Real Life. Hä, ich dachte, gerade eben waren es noch 6, die ich kenne, der muss jetzt. Sind es immer noch 6. Ja, dann waren, hast du mit denen schon gesprochen, mit denen du gesprochen hast. Scheinbar. Würde ich mal sagen. Das hört sich an, als würdest du da hinpinkeln, ey. AJ, so war das mit dem Pflanzenbewässer nicht gemeint. Von dem Gras sollten wir auch ein bisschen was stehen lassen. Ja. Weil das vermehrt sich dann schneller. Und hinterher müssen wir daraus Heu machen. Das heißt, wenn wir die Fläche noch nicht unbedingt brauchen, muss sie auch nicht unbedingt weg. Das war Tag 4 im Frühling, Jahr 1. Jetzt sollten wir ernten können, glaube ich. Oder? Auch die nur 5 Tage zum Wachsen? Ach, ja. Tatsächlich. Ich habe eine Cutscene. Ich nicht. Hallo, Dixis. Siehst du diese Katze hier? Miau. Ich habe sie draußen gefunden. Ich glaube, es ist eine streunende Katze. Das arme Ding. Ich glaube, sie mag diesen Platz. Hey, möchtest du nicht... möchtest du für die Farm nicht eine gute Katze brauchen können? Irgendwie so. Ist schwierig, spontan für mich zu übersetzen. Ja, ja, wir adoptieren die Katze. Und sie heißt natürlich... Chelly. Nicht alle Sachen verkaufen, nur... Also, eins brauchen wir ja, wie gesagt. Eins von eben. Nun, kleine Chelly, sei eine gute Katze, okay? Miau! To our valued JoJoBot customers. Our team members have removed the landslide caused by our drilling operation near the mountain lake. Ja, genau, jetzt ist die Mine nämlich frei. Das sagt der Brief. Dann würde ich sagen, auf in die Mine. Oh, never mind, wir kriegen eine Cutscene. Liest du wieder vor? Ja. Oh, hallo! Oh, das war schon. Achso, nee, doch nicht. Was für ein Schandfleck! Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Du hörst dich genauso an wie dein Charakter aus Doki Doki, ey. Nein, der hört sich anders an. Es war mal... Stimmt, hast recht. Es war mal der ganze Stolz, die Freude der Stadt, immer gut besucht. Muss vielleicht ein bisschen tiefer machen, das ist ja so ein alter Girl. Ich kann ja auch so sprechen. Ja, ja, das glaube ich ganz gut für den, ja. Ja, jetzt schauen wir einmal das hier mal an, das ist eine Schande. Ja, heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Oh, mein Kreuz. Aber lass mir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Ja, danke. der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn sich noch eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Hier, lasst uns reingehen. Achso, ich bin gar nicht da. Achso, siehst du meinen Charakter nur? Ja, ich sehe deinen Charakter nur. Hä? Was ist das?
Vincent und Chess müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Hä? Was ist das denn? Ein Apfel. Was? Was ist los? Ist dir schlecht? Du hast etwas gesehen. Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Ich mache mir Sorgen um dich, Dixis. Und AJ. hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Ich krieg einfach deine Cutscenes. Hey, ich lasse diesen Ort jetzt einfach geöffnet. Vielleicht könnt ihr helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Klößchen. Steht da ihr? Nein, das steht nicht ihr. Achso, okay, du hast... Okay, ich dachte schon. Ja, hätte ja auch sein können, dass es falsch übersetzt ist. Achso, jetzt, das ist für uns. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genau unter die Lupe nehmen. Ziemlich merkwürdig, das Ganze. Verrückt. Warte mal, wenn ich jetzt hier reingehe, kriegst du dann auch die Cutscene? Hast du die Cutscene? Ich hab grad gar nichts. Ja gut, ich hab eine Cutscene. I was just peering down into this old mineshaft. It's been abandoned for decades. Still, there's probably good ore down there. But the dark place, undisturbed for so long, I'm afraid ore isn't the only thing you'll find. Here, take this, you might need it. Da-da-da-da! It's dangerous to go alone, take this! Received a rusty sword. Name's Marlon, by the way. I run the Adventurer's Guild right outside. I'll keep my eye on you, prove yourself, and I might think about making you a member. Du. Ja, auf geht's. Ab hier rein, bevor wir nicht mehr genug Zeit haben. Wir müssen erstmal nur nach Leitern suchen und wenn wir Erze finden, können wir die mitnehmen. Hier ist noch eine Leiter. Und hier Kupfer. Unten. Ja, aber... Na gut, dann gehen wir direkt weiter runter. Jetzt mal wieder spitz draufhauen. Der Minecraft geht das. Ja, auch. Ist nur ein bisschen schwieriger damit zu treffen. Ja, wir müssen die Leiter suchen. Oh Gott, nicht die Angel. Hier ist eine Leiter. Erstmal Kiste. So, wir müssen nämlich immer 5 Level schaffen. Und ich glaube, jetzt können wir auch schon direkt raus, weil... Nach 5 Leveln gibt es immer einen Aufzug, den wir dann nehmen können. Ja gut. Hier kommen nur keine Bosse. Hier ist die Leiter, ja easy. Na, wusste es, ne? Einfach draufgehauen. Das ist das Einzige, was ich kaputt gemacht habe. Ich muss jetzt mein Baguette essen. Für einen Amethysten. Ist das Blut gewesen? Was? In dem Kinderspiel Blut? Ah, oh, hier ist die Leiter. Blüm. Bis wann hat man Zeit? Naja, du, ganz normale Zeit. Siehst du doch oben. Ach so. Oh, nice. Dididim. Lederschuhe. Was lasse ich dafür hier? Kannst du gleich anziehen und dann wieder mitnehmen. Ich kann mich nicht ins Bett legen, weil die scheiß Katze im Bett liegt. What the fuck? Ich muss in ein anderes Haus. Ich muss dringend nach Hause, es ist 0 Uhr. Tag 6 im Frühling, Jahr 1. Schon wieder eine Cutscene. Hi there, good morning. Hast du die auch? Nee, wahrscheinlich nicht, nein. Ne? Good morning. I noticed that you've been breaking some rocks open and finding ore. That's good. If you want to get the most out of doch, the ores you find, you'll need a furnace. Ja, jetzt habe ich schon angefangen. Ja, ist okay. Just so happens, I had an extra set of blueprints lying around here. I want you to have it.
Yay, Furnace. Learned how to craft a furnace. Ah, ich habe auch gerade die Blaupause bekommen. The furnace allows you to smelt metal bars. The bars can be used for crafting, construction and tool upgrades. Ja, dann können wir unsere Sachen upgraden. When you've smelted a few copper bars, consider having me upgrade one of your tools. It can make your work a lot easier. Wir sollten auf jeden Fall zuerst die Spitzhacke upgraden. Okay. Weil wir dann halt schneller Ores farmen können und so. Advertisement. I keep finding cool stuff, but my backpack is full. Ja. Wir können jetzt das nächste Backpack kaufen. Aber brauchen dafür halt genug... Wobei, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich schau mal. Ich glaube aber, das erste war bei 2000. Na, wie heißt das? Ei, ist kalt abgezogen. Hast du eine Tasche und ich habe keine, richtig? Ja. Ja, aber meistens laufen wir ja eh zusammen rum. Abigail, hier, nimm dieses Geschenk. I seriously love this. You're the best, Texas. Ach, so weit seid ihr schon. Ich werd eifersüchtig. Ach so. Aber du willst sie sowieso nicht, die isst Steine, also. Alles hat so sehr Negatives. Wenn du der, ich weiß gar nicht, bei was das war, ich glaube bei Diamanten oder irgendwie sowas. Wenn du denen das gibst, das ist nicht mal so ihr Lieblingsgeschenk, aber wenn du ihr das gibst, dann sagt sie, ah, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Okay. Also, Abigail ist weird. Es war übrigens richtig beschissen, dass du alle Parsnips gesammelt hast, weil das war auch noch eine Quest für mich. Jetzt hast du Pech gehabt. Du hast deine Quest von mir kaputt. Jetzt hast du wieder nochmal Geld ausgegeben. Ich sehe nur blub, 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 es geht noch weiter runter. Ja, für mehr Parsnips. Und die will ich dann gerne... Hast du jetzt eigentlich schon eine Vogelscheuche gemacht? Nein. Kannst du das machen? Ja. Der Fisch ist ganz schön hier am Zucken. Aber ja, Angeln ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung hier in Stardew Valley. Ich finde das Minispiel auch schön. Da habe ich den Fisch gefunden, den wir für die eine Quest brauchen. Aber die Quest ist jetzt natürlich schon abgelaufen. Ach, ist die nur für einen Tag immer gültig? 2 Tage. Ach so. Aber jetzt wissen wir immerhin, wo er ist. Nämlich da, wo ich ihn von Anfang an vermutet hatte. Nur, dass ich vorher keinen gefunden habe. Und jetzt will ich hier einen anderen Fisch angeln, den ich hier auch schon geangelt habe. Aber den finde ich jetzt auch nicht. Was bescheuert ist. Ich habe Leben gefunden. Leben? Ja, davon habe ich auch schon ein bisschen. Das brauchen wir alles hinterher halt für Gebäude zum Upgraden oder auch zum Bauen, wenn wir zum Beispiel eine Scheune haben wollen für Tiere oder sowas. So, ich mache jetzt gar nichts mehr, außer mich nur noch hinzulegen. Hast du keine Energie mehr? Fast keine mehr, ich will es aber nicht ausreizen. Umkippen, umkippen, umkippen. Nein. Nein. Ich will ja morgen noch in der Mine. Umkippen, um. Morgen früh Wasser gießen. Isst halt ein bisschen Spaghetti und gut ist. Ja. It's coming home. It's coming home. It's coming. Dix is coming home. So, 6. Tag im Frühling, Jahr 1. Wir haben ein bisschen Cash gemacht. Damit geht's ich habe ein bisschen Cash gemacht. Damit geht's jetzt direkt in Tag 7 und der Geburtstag des Bürgermeisters steht jetzt an. Was können wir dem Bürgermeister schenken? Ich schau mal schnell. Was mag der denn, was wir auch haben? Gar nichts. Eine Einweisung. Eine Einweisung, genau. Eine Kirschbombe. Ja, weiß ich nicht, ob er das so mag. Ich nehme sie jetzt mit und schenke ihn. Hier ist er. Hier, bitteschön. Über die habe ich noch nie geredet, oder? Guten Morgen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh. Ich habe seinen Laden. Na, super. Ich habe die Bombe. Ich habe jetzt kein Geschenk für ihn. Scheiße. Hier, nimm das. Wo bist Komm du? Raus. Bin draußen. Das ist, also das ist zumindest neutral. Ja, oh, nimm die Quest an. Das ist auch Slimes töten. Das ist ja perfekt. Ab in die Mine und mit dem Aufzug auf Ebene 10. Ah, wir werden angegriffen. Von 8-Bit-Monstern. Da kommen noch mehr. Kupfer, Kupfer. Das ist ein Kohle-Ding und hinten ist die Leiter. 8-Bit-Monster kommen wieder. Lauf einfach weiter, hier ist die Leiter. Die Frage ist, zählt das für uns beide, wenn wir die Slimes töten? Ich weiß es gerade nicht. Wäre doof, wenn nicht. Ah, wie viel hast du jetzt getötet? Das ist jetzt gerade der 3. Also, vierte, ich weiß ja, nicht. Ich hab einen. Slimes, wir müssen hier die Steine kaputt hauen unbedingt.
um zu gucken, ob hier irgendwo eine Leiter ist. Hier ist er. Steel Small Sword. Und ab nach Hause. Schnell. Ja, it's getting late. Ab wann wird er richtig pissig? Also 12 Uhr ist schon schlecht. Und ab 2 Uhr kippst du um. Warum komme ich hier nicht durch? Was ist hier im Weg? Aber wie gesagt, wenn du nicht ganz wenig Energie hast, also dann ist es nicht schlimm, wenn du spät ins Bett gehst. Also es sei denn, es wird 2 Uhr, weil du dann umkippst. AJ wird sterben. AJ wird sterben. Die Blase muss platzen. 1:30 Uhr. Das war Tag 7. Huhu.